Hallo Pokémon-Freunde, in diesem Video stelle ich euch meine Top 9 Wünsche für die nächste Pokémon-Generation vor. Die nächsten Hauptspiele sollen ja Ende 2019 auf der Nintendo Switch erscheinen. Dabei kann man die Hauptspiele verbessern. Aber welche Verbesserungen oder Features wünsche ich mir denn? Es sind keine riesigen Verbesserungen, aber diese würden das Spiel ein bisschen angenehmer machen. Und die kommen natürlich hier. Also, mein erster Wunsch wäre es, das Alter des Protagonisten selber auswählen zu können. Man kann ja schon auswählen, ob man das Spiel als Mädchen oder als Junge spielt. Man kann den Charakter noch mit Klamotten irgendwie individualisieren, wie zum Beispiel eine Brille, einem Hut, Klamotten, der Frisur, der Augenfarbe und so weiter. Aber man kann es noch weiter verbessern, wenn man noch das Alter und die Körpergröße auswählen könnte. Gut fände ich es, wenn man eine Auswahl zwischen, sagen wir mal, 11, 15 und 19 Jahren hätte. Damit würde man eben ein breites Spektrum abdecken. Oder man kann selber ein Alter zwischen 11 und 19 oder sagen wir 11 und 17 Jahren angeben. Und vielleicht noch die Körpergröße oder vielleicht die Körperfigur auch noch anwählen. Das würde das Ganze noch ein bisschen weiter verbessern, individualisieren und so weiter. Nummer 2. Wi-Fi Battle Musik ausstellen und Hintergründe auswählen. Ich als YouTuber bzw. Streamer will ab und zu eigene Musik abspielen. Wenn ich zum Beispiel Wi-Fi Battles nachkommentiere, würde ich gerne mal eigene Musik abspielen, um ein wenig Abwechslung reinzubringen. Dafür könnte man ja die Ingame-Musik einfach ausschalten. Das wäre für mich zumindest eine große Hilfe. Ein weiterer großer Punkt wäre es, die Hintergründe wechseln zu können. Denn wir haben in den Wi-Fi-Beds immer nur die gleiche, immer nur den gleichen grünen Hintergrund. Wir sehen das Feld, hinten die Zuschauer, die ab und zu hüpfen, aber sonst ist immer alles gleich. Und nach hunderten Wi-Fi-Battles wünsche ich mir halt ein bisschen mehr Abwechslung. Da sollte man zwischen 10 oder sagen wir mal mehr Hintergründen auswählen können. Dann kann man auch zum Beispiel am Strand kämpfen, auf dem Indigo-Plateau, im Kampfbaum, auf irgendeinem Berg, auf der Straße oder was weiß ich wo. Mehr Abwechslung tut gut und ein großer Aufwand wäre das auch nicht, das Ganze einzuprogrammieren. So, Nummer 3. Mehr editionsspezifische Unterschiede. Bisher war es so, dass man in den Pokémon-Spielen einige Pokémon eben nicht bekommen konnte und sie tauschen musste. Aber mehr Unterschiede gab es nicht unbedingt. Besser wäre es, noch mehr Unterschiede reinzubringen. Zum Beispiel wäre es nicht schlecht, wenn man in der einen Edition in dem Dorf unten links beginnen könnte und in der anderen Edition in dem Dorf oben rechts. Zusätzlich könnte man ja auch noch die Arena-Leiterfolge so ein bisschen abändern, dass man einfach die Arena-Leiterfolge rückwärts abläuft in der anderen Edition. Vielleicht könnte man ja auch zwei verschiedene Bösewicht-Teams einplanen, wie halt in Rubin und Saphir. Dort hat man ja Team Aqua und Team Magma. Beide Teams hatten unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Pokémon und so könnte man ja auch die nächsten Editionen aufbauen. Damit hätte man zwar die gleichen Spielreihen, aber viel mehr Unterschiede. Ja, Nummer 4. Kein Festival Plaza mehr. Wenn man online kämpfen wollte, musste man erstmal auf Festival Plaza klicken, sich online anmelden und dann natürlich warten, bis die Synchro durchgegangen ist. Dann gab es noch einige Disconnects, was nicht so schön war. Und manchmal wurden auch Freunde, die online sind, doch nicht online angezeigt. Ich würde mir da lieber das System aus Oras zurückwünschen. Man war zwar im Spiel oder man war im Spiel und auch gleichzeitig online und konnte sehen, wer online ist. So hat man eben keine Wartezeit und konnte direkt anfangen mit einem Battle. Das war ein gutes System und das wünsche ich mir wieder zurück. Vor allem musste man das Spiel nicht unterbrechen. Ja, man musste nicht auf Festival Plaza klicken. Ja, und man konnte das Spiel in Oras ganz normal weiterspielen in-game und musste nicht immer hin und her wechseln zwischen Online-Modus und Offline-Modus. Dann Wunsch Nummer 5, mehrere Speicherstände. Ja, man kann nur einen Speicherstand haben in den Pokémon-Hauptspielen. Wenn man das Spiel neu anfangen wollte, so musste man das Spiel löschen und damit waren alle bisherigen Pokémon weg. Außer man hat einige in Pokémon Bank online abgespeichert. Bei vielen Spielen hat man ja mehrere Speicherstände. Warum nicht auch hier? Wenn ich das Spiel nicht löschen will, muss ich mir ein neues Spiel kaufen. Oder ich muss den Speicherstand per Pika-Hex oder per Power-Save kopieren und abspeichern. Das ist schlecht für mich, aber gut für Nintendo, da ich mir ein neues Spiel kaufen müsste. Das sollte man auch irgendwie ein bisschen ändern. Dann verschiedene Schwierigkeitsstufen. Es gab in Schwarz-Weiß 2 ja den Hürdenmodus. In dem Modus waren die Gegner stärker und hatten andere Attacken als im normalen Modus. Das kann man ja wieder einführen.
Somit hat der Spieler selbst die Möglichkeit zu entscheiden, ob er ein leichtes Spiel haben möchte oder ein schweres Spiel spielen möchte. Vor allem hilft das den erfahrenen Spielern. Wenn er Herausforderungen haben möchte, wählt einfach den schweren Modus. Nummer 7 wäre dann, Zwischensequenzen wegzuklicken. Man sollte die Möglichkeit haben, Zwischensequenzen zu überspringen. So gibt man wieder dem Spieler die Wahl zu entscheiden. Will ich alles gucken oder halt nicht? Wenn man das Spiel schon kennt, will man nicht unbedingt jede Szene bis zu Ende ansehen. Und in Sonne und Mond war vor allem die Anfangssequenz viel zu lang. Erst nach 20 oder 30 Minuten konnte man richtig anfangen mit seinem Starter. Alles davor waren halt Cutscenes und ja, das muss jetzt nicht wirklich sein. Einfach unten rechts eine Taste einzeigen lassen, um die Sequenz zu überspringen oder halt zu beschleunigen. Nummer 8. Bitte keine Freezes mehr. Freezes braucht keiner. Ja, mit ein bisschen Glück kann man den Gegner einfrieren und sich so den Sieg holen. Man kann den Freeze gar nicht beeinflussen oder herbeiführen. Deshalb sage ich einfach, weg mit dieser Statusveränderung. Die bringt keinem irgendwas, das ist purer Zufall und ja, im schlimmsten Fall ist man 3-4 Runden eingefroren. Und der letzte Wunsch, alte Charaktere sollen in der Story öfter auftauchen. Damit meine ich, dass Figuren wie Cynthia, Rot, Blau oder Heiko oder wer auch immer auch mal in der Story auftauchen könnten und dass man mit denen zum Beispiel auch Seite an Seite kämpfen kann. Also wäre es gut, wenn bekannte Charaktere einfach eingebaut werden, die auch eine Aufgabe in der Story haben. In Sonne und Mond hatten wir ja Sina und Dexio, aber die haben zur Story irgendwie gar nichts beigetragen. Die haben uns, ja, in ein Gespräch verwickelt, haben uns irgendwie diesen Zygarde-Kristall gegeben, aber sonst haben die gar nichts zur Story beigetragen. Ja gut, die haben uns den Megastein gegeben am Ende, oder diesen Mega-Armreif, aber sonst haben die zur Story gar nichts beigetragen. Und wenn Game Freak bekannte Charaktere einbaut, dann sollen die auch eine Funktion in der Story haben. Ja, das waren meine 9 Wünsche für die Generation 8. Welche Wünsche habt ihr denn? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.